Wir machen heute ein großes Opening und bringen die nächste Karte auf Level 13. Dafür muss ich es schaffen, ohne zu verlieren, auf 6000 Trophäen zu kommen. Wenn ich es nicht schaffe, darf der Chat aussuchen, welche Karte gemaxed wird. Nein. Ich habe ein riesiges Problem. Der war so schlecht platziert. Oh, ich will dich hier schon. Nein, was? Du kannst mich im Shop mit meinem Creator-Code unterstützen. Trag dafür ganz unten Code YOUJONAS ein. Vielen Dank. Hey Leute, wir sind zurück auf unserem Pay-to-Win-Account und heute mit einer ganz besonderen Challenge. Denn heute müssen wir einfach mal die 6000 Trophäen auf dem Pay-to-Win-Account erreichen, ohne zu verlieren. Wenn ich das nicht schaffe, dann darf der Chat heute entscheiden, welche Karte im Opening auf Level 13 kommt. Ansonsten darf ich mir die Karte aussuchen. Ich bin also sehr gespannt, ob wir es schaffen werden. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Und als allererstes werden wir schon mal die ersten Stufen im Pass öffnen, dass wir zumindest schon mal den neuen Emote und den neuen Turmskin haben. Und haben auch schon mal ein paar Stufen im Trophäenpfad. Würde ich sagen, wir legen los. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffen werde, das Wetter zu gewinnen. Und wir haben noch ein paar Angebote. Die kaufen wir jetzt auch am Ende. Let's go. So, erstes Game. Ich darf nicht mit den Karten wackeln. Also so die ganze Zeit. Das mache ich normalerweise. So irgendwie. Oh, wir sind auch schon krass überlevelt im ersten Spiel. Das Ding ist, wir werden am Anfang noch überlevelt sein. Ich denke, gerade später werden dann auch die schlechteren, die besseren Gegner kommen. Ah, das wäre eine richtig geile Mutterhex eigentlich. Da, ja. Kann es eigentlich immer noch bringen. Ich meine, die ist broken, ganz ehrlich. Die hat ein paar Skelette treffen, die wäre schade. Halt geil gewesen, macht's aber nicht. Oh, er spiegelt den Mini-Packer. Das fühle ich gar nicht, weil der wird natürlich die zwei Hits rauskriegen, ne? Ja. Also, es ist halt jetzt die ersten Games. Okay, Friedhof war eigentlich auch kacke, wir hätten den Turm gehabt, aber egal. Die ersten Games werden relativ entspannt werden, wahrscheinlich. Wir werden halt 600 Trophäen nach oben pushen müssen. Das wird auch schon interessant werden. Ich bin mal gespannt. Die Mutterhex kann jetzt so. Oh mein Gott, die kann jetzt so krass werden. Bitte, überlebt das noch, schade. Es waren schon einige Schweinchen dabei, es hätten mehr sein können. Ich glaube, er kann es nicht defen. Der ist Level 13, der Megalitter, komm. Die Skelette sind jetzt auch ein Level drunter. Ich hoffe, der Megalitter macht nochmal Skelette weg. Ist ja genau wichtig. Ja, er hat es halt echt gedefft bekommen. Jetzt müssen wir sogar aufpassen. Es kommt ein AG rein, dann ist es kein Problem für uns. Macht einfach sowas, zack. Jetzt warten wir, würde ich sagen, kurz. Ich bin mein Tesla. Oh, der Tesla war egal, ich bin eh gewonnen. Doch, der war gut. Achso, ich dachte kurz. Nee, ich habe nicht gefailt. Die hätten jetzt eh den anderen Turm auch gehabt, also so gesehen. Wie gesagt, die ersten Games werden hoffentlich relativ entspannt werden. Ich meine, der erste war jetzt immerhin schon Level 12, aber hatte dafür relativ schlechte Level ansonsten. Das sollten wir noch relativ entspannt schaffen. Mal schauen. Drittes Game. Bisher waren die ersten Gegner ja echt ziemlich unterlevelt. Nein. Ich habe ein riesiges Problem. Wir gehen auf Tower Trade. Ich habe keine bessere Idee. Wir gehen fett auf Tower Trade, aber es ist trotzdem nicht gut für uns. Ich bin gerade sehr, sehr still. Ich hätte jetzt nicht mit einem Level 13 X-Bogen auch gerechnet vor allem. Was ist das denn? Kacke. Nein. Ich will das richtig gut vor allem noch. Nein, oder? Was wir halt einfach machen müssen, ist das jetzt, ne? Das ist die einzige Chance. Ich glaube, wir haben den Turm. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt sind wir zurück wieder im Geschäft erstmal, hoffentlich. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. So, ihr merkt es vielleicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Okay, das ist ein ganz schlechter Feuerwurf von uns auch. Machen wir sowas. Ich würde sogar in dem Fall eher Pfeile bringen. Ich wäre in Frost sogar schlauer gewesen, als wenn die Bogenschützen direkt weg. Ich fasse es nicht. Das hätte komplett schief gehen können. Im dritten Game. Eigentlich Mutterhex an die Brücke, oder? Ich meine, das ist eigentlich smart. Ich weiß, der Frost sah dumm aus, aber ich glaube, der war mega gut eigentlich, oder? Der sah so random aus. Wenn er jetzt über. Ah, die stirbt. Das war nicht gut. Schade, die stirbt noch. Megaritter nach hinten. Ich will jetzt nicht zu offensiv reingehen, das ist mir zu riskant. Ja, ich glaube, er hat keine richtig guten Antwort. Oh, okay. Das ist gut gewesen. Aber die Frage ist, wie will er jetzt halt deffen? Das eine Skelett. Das ist Level 13. Nicht vergessen, das wird jetzt guten Arbeit, oder? Oh, die Pfeile waren halt so dumm, ich weiß. Ich wollte, dass das Skelett überlebt am Turm und vielleicht nochmal 500 Schaden oder so macht. Aber die Pfeile waren jetzt halt so unfassbar dumm dadurch. Ich glaube, ich froste noch gleich. Okay, den Turm haben wir so gut wie. Oh, es wird so saftige Pfeile gleich geben. Oh, die Pfeile. Und jetzt noch in den Friedhof rein. Er schreibt jetzt schon viel Glück. Der hat gar keinen Bock mehr. Oh, sehr gut, noch den Grabstein mit eingefroren. Weil ich gar nicht weiß, was es bringt, einen Grabstein einzufrieren. Ich glaube, nicht so viel. Wir müssen also darauf achten, dass wir es auch irgendwie schaffen, den Turm zu holen am Ende. Sonst haben wir ein großes Problem. Jetzt können wir uns hier schon mal eine gute Mutterhexe rausholen. Ich glaube, die kann echt einen sehr, sehr guten Job machen. Zack, jetzt einfach reingehen. Noch Skelett zum Cyclen und in den nächsten Friedhof, dann haben wir es eigentlich gewonnen. Und rechts eben einfach die Pfeile aufheben für den Turm. Oh, da ist, glaube ich, dran sogar. Das schmeckt. Einfach Inferno-Tratto drauf. Wir haben auch einen guten Konter, ne? Wir haben Tesla Inferno-Tratto Pfeile. Das ist halt schon sehr, sehr heftig gegen Loon. Und vor allem die Pfeile sind halt immer wieder so. Seht ihr das an? Der arme Ballon. Der Mega hat auch einen 3-Kronen-Sieg geholt. Schade. GG. Reichen Level 12 Pfeile gegen Bomber aus? Ja, wichtig. Ah, ja, es ist aber. Puh, das muss ich echt aufpassen in dem Match. Der hat das schon mal sehr, sehr gut auch ausgekontert bekommen, nämlich. Aber der Tesla ziemlich kacke platziert, ich glaube schon, ne? Oder geht der Magier drauf? Ich glaube nicht, ne? Oh! Aua. Der hat Valkyrie und Bogenschützen, das ist nicht nice. Das ist wirklich jetzt nicht nice. So, jetzt auch reingehen bringt uns auch nichts wegen dieser Kack-Valkyrie. Wir spielen jetzt am besten echt einen Megaton nach hinten einfach. Er wartet hier auch ab, er geht auch sich irgendwie dumm rein oder so. Nein, was?
Der ist dran, bitte, hol den Turm. Es ist so wichtig. Oh, er hat nichts. Oh mein Gott, der war Longhit. So unlucky. Aber eigentlich haben wir gegen Ballon genug. Also wenn wir da verlieren, sind wir echt selber schuld. Wir halten die zurück, die Valkyries, eh smart. Oh mein Gott, bitte verlieren wir das nicht. Oh, schlecht, ganz schlecht von ihm. Richtig von uns. Es gibt jetzt einen richtig guten Frust. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Hoffentlich. Ich bringe die Pfeile einfach noch drauf, einfach als All-In. Jetzt sind wir echt defensiv. Wir haben Frost, Inferno, drauf der Tester. Wir haben eigentlich auch eine sehr gute Defensive gegen ihn. Die dürfen wir eigentlich echt nicht verlieren. Wenn er jetzt nicht noch einen Frost überraschend auspackt, mal schauen. Wenn wir sie jetzt nicht haben, weiß ich auch nicht. Noch die Emote mal reinschicken. Ich nutze die Emotes eh zu wenig, noch ein Bowler. Ey, das hätte es echt sein können, ne? 300 Trophäen, das heißt, wir haben jetzt erst die Hälfte geschafft. Die zweite schwierigere Hälfte kommt jetzt erst, oh je. Ich würde jetzt nicht direkt reingehen mit... Ich hätte ihn nach außen setzen sollen, egal, zu spät. Ja, das sollte aber eigentlich in Ordnung gehen, ne? Ich bin mir... Ah, da willst du aber jetzt wahrscheinlich umdrehen, ne? Ja, dann war es nicht ganz so optimal. Das ist halt so wichtig. Nicht schlecht, danke. Jetzt ist er bestimmt so sauer in der Sekunde. Er dachte sich so, er haut jetzt alles weg. Mit der Minion-Horde. Und dann kamen einfach die Pfeile direkt. Würde ich eigentlich sagen, gibt eine entspannte Mutterhexe, oder? Wenn die... Komm! Jetzt spawnen zwei... Jetzt trifft die zuerst die Valkyrie, ich weiß es nicht. Na, noch ein... Na... drei Schweine... Na, hätte schon besser laufen können. Wir gehen aber jetzt einfach rein. Ich meine, das sind zwei Schweine und eine Mutterhexe. Jaja, er ist auch sauer, zu Recht. Er ist sauer. Und schreibt nicht schlecht, danke. Sieht sehr gut aus. Bisher haben wir nicht verloren. Und wenn wir, glaube ich, jetzt gewinnen, haben wir genau die Hälfte geschafft schon. Und dann muss es halt schon heftig defen jetzt. Pfeile gegen Minion-Horde. Ah, gute Hexe. Wirklich. Da sind die Pfeile, genau. Ja, war aber jetzt vielleicht doch ein bisschen aggressiv. Wobei, ich meine, der King Tower ist halt down. Ich würde schon sagen, dass es wert war, oder? Jetzt spawn eine ganze Schweinefarm bitte für mich. Tessa rein. Hexe. Treffen wir! Gerade so, so wichtig, oh mein Gott. Nadel kann man bringen. Wir haben gleich den nächsten Mega-Rotter, dann passt es hier. Boah, der läuft halt genau, das kann mir genau in rein platzieren, ich liebe es. Oh, ja, Pfeile will ich jetzt nicht bringen, jetzt haben wir keine Pfeile, aufpassen. Ihr seht auch, wie krass die Defensive halt sein kann, ne, ist halt schon heftig. Wir gehen nochmal, achso, ich hätte echt auf die drei Kronen sogar, ist egal. Wir frosten sogar nochmal offensiv, ich gehe nochmal auf ein bisschen Risiko sogar, weil... Just auf vorne einfach mal schauen. Mal aufpassen. Ja, egal, wir haben gewonnen, doch, es war... Hätte auch schief gehen können, ne, aber ich meine, es war klar, wenn wir Frito Frost bringen und er offensiv geht, dann ist... Alles vergessen. Wie viel Schaden auch? Total lost, aber was hätte ich machen sollen? Ich weiß es nicht. Ich meine, eine Rakete auf eine... WTF? Oh, dumm, weil... Ja, wegen der Dings, egal. Wir frosten die gleich einfach. Oh, wichtig. Das war ein richtig guter Frost. Oh mein Gott. Der Frost. Das ist der Turm. Nee, schade. Ist nicht der Turm. Der war so schlecht platziert. Oh, ich will nicht hinschauen. Oh, wichtig. Er hat noch sehr viel rausgeholt. Okay. Oh, die ist so wichtig, die Mutterhexe jetzt. Ich sag's euch, wie es ist. Hier haben wir noch Pfeile drauf, einfach. Es sollte noch klar gehen, hoffentlich. Wir müssen es echt noch Rakete nicht vergessen. Könnte das Match werden, was wir verlieren, leider. Ich bin total random und aggressiv, was mir echt Probleme bereitet, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es nicht behaupten, dass er krass oder gut spielt, aber... Ja, es reicht ja. Wir müssen auf seine Raketen achten, dass wir kein Value geben. Er spielt es aber auch halt einfach gut aus, ne? Jetzt haben wir halt echt ein Problem mit dem Konterpush gleich. Ich weiß jetzt schon. Er hat uns... Nein! Was? Das war so random, wie er gespielt hat. Das war am Ende nicht gut von mir. Ein Sieg nur noch. Ach so, dann haben wir es ja schon. Zwei Karten gespielt. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Deck. Oh ja, wir können direkt ausschalten. Ganz wichtig. Ja, das ist eh gut. Ich hätte... Nee. Das... Nee, war gut so. Schon mal ein guter Anfang zu verlieren. Oh je. Ich würde es sogar reingehen, einfach um Druck zu machen. Ich meine, der wird ordentlich tanken. Genau. Jetzt einfach ein Frost drauf. Wobei die waren schon schlecht. Okay. Let's go. Sehr, sehr entspannt. Dann kommen wir jetzt gleich zum Opening. Mal Friedhof rein. 6000 Trophäen. Leider dreimal verloren. Das war nichts. Ja, wir noch defensiv sind Frosten gegen die Bats. Wenn uns irgendwie Probleme machen sollten. Werden sie aber, glaube ich, sowieso nicht. Doch, ein bisschen schon. Schön. GG. Okay, dann kommen wir, würde ich sagen, zum Opening. Das heißt, jetzt ist eure...
eure Auswahl gefragt, denn jetzt entscheidet der Chat eben, welche Karte ich auf Level 13 bringen muss. Ich hoffe, sie entscheiden sich über was Gutes. Ihr könnt auch natürlich irgendwas Komisches nehmen. Wir haben auch schon 10.000 Gems aufgeladen, falls wir die brauchen, haben auch einige Joker. Wir werden uns auch gleich alle Angebote kaufen. Den Trophäenpfad haben wir dazu und natürlich den Pass. Okay, also wir haben, okay, die ersten Stimmen sind drin. Wir sehen es. Kopf an Kopf rennen, auch die Skelette sind noch gut im Rennen. Wenn wir alle abstimmen, 3% zwischen Funky und Elektroriese. Okay, und damit haben wir die Umfrage offiziell abgeschlossen. Funky gewinnt vor Elektroriese. Krass. Dann let's go. Wir starten rein und beginnen mit den epischen Jokern. Erstmal mit dem Trophäenpfad und kommen dann zu den Angeboten und schauen eben dann, ob wir den Funky auf maximales Level bekommen. Dann kommen wir zu den Angeboten. Kriegen vor allem ordentlich Gold, zwei Riesentruhen und auch einen legendären Joker. Wie immer natürlich gerne an meinen Creator-Code denken. Jo, Jonas. So, erstmal zwei Riesentruhen jetzt. Was haben wir? Kohle. Ja, legendäre wäre halt geil gewesen, ne? Bahnhütte und... Dann, okay, ist in Ordnung. Also, ihr habt euch für den Funky entschieden. Wir müssen auch eigentlich ein Deck zusammenbauen. Klar, ich mach mal schauen, ob wir damit noch was spielen können. Dann würde ich sagen, auf geht's. Wir haben jetzt den Funky Level 9 und werden ihn jetzt innerhalb von wenigen Minuten oder eher Sekunden direkt auf Level 11 bringen. So, zack, Level 10. Und auch Level 11 schaffen wir nämlich auch noch direkt hier von unseren Karten, die wir sowieso schon haben. Und jetzt kommen erstmal die legendären Joker zum Einsatz. Zack, damit haben wir den Funky direkt auf Level 12. Das ist so geil, ne, wie schnell das auch geht. Und damit haben wir jetzt nämlich das Universalbuch für 20 legendäre Karten, würde ich sagen. Ist eigentlich am besten, wenn man es auch einsetzen kann. Bringen den Funky mit 100... Haben wir noch eine magische Münze? Ja, noch besser. Und sparen nochmal 100.000 Gold jetzt hier. Und bringen den Funky auf maximales Level, Level 13. Und haben ihn damit auf maximalen Level. Und jetzt kommen wir hier noch zum kompletten restlichen Pass Royal. Werden wir noch eine legendäre Karte ziehen? Das ist vor allem die Frage. Erstmal ein neues Universalbuch bekommen. Können wir auch demnächst dann wieder brauchen für das nächste Opening auf jeden Fall. Wenn wir die nächste Karte auch maxen wollen. Wieder ein paar Joker. Schon ein bisschen weh, dass sie auch immer merkst. Wir müssen den nächsten Mal ein paar gewöhnliche und so rausgeben. 530 Stufen. Und wir haben auch den neuen Turmskin und den Emote. Den wollen wir auch gleich testen. Müssen mich daran erinnern, dass ich die auch nutze. Weil ich vergesse auch immer die Emotes zu nutzen, ehrlich gesagt. Denkt ihr, wir ziehen den legendären? Wäre eh ganz geil, oder? Mal schauen. So, jetzt wird der Emote erstmal. Kriegen wir den legendären? Nee, zu schön. So. Da haben wir auch den neuen Emote, den finde ich auch sehr cool. Den können wir auch mal direkt ins Emote-Deck einbasteln. Wir haben eine legendäre, oh mein Gott. Nachthexe, das ist ziemlich geil. Vielleicht sind wir sogar noch eine legendäre, weil ihre E-Cross. Wir sind schon ziemlich weit unten auch als Emote. Was? Jetzt geht's in den Spider-Camp. Dann lassen wir gleich zusammen nochmal ein Deck bauen mit Sparky. Und auch den neuen Turmskin und so nutzen nochmal. Wir haben fast 1 Million Gold auch, oder? Ich glaube, ich würde dann auch den Tornado reinpacken, werden schon. Aber kein Mega-Ritter, das ist dann zu teuer. Das Deck, glaube ich. So, Gold nochmal. Was haben wir hier? Spiegel. Die letzten Stufen. Wir kriegen auch ein seltenes Buch, ist auch geil. Schade. Nochmal Joker. So, let's go. Nochmal die. Oh, den kriegen wir random, okay, mit der Reiterin. Und was kriegen wir noch? Noch ein legendären. Ah, Königsgeist war jetzt nicht so gut. Nein, wir haben noch ein seltenes Buch. Ich kann das jetzt nicht für Gems umwandeln. Okay, Chat, wir maxen spontan noch die nächste seltene Karte einfach. Ganz spontan, wir machen noch den Kobold-Käfig auf Level 13. Weil ansonsten müssen wir das andere seltene Buch der Karten verschwenden. Das können wir nicht machen. Sehr spontan jetzt noch die magische Münze oben drauf. Sehr geil. Haben wir sogar zwei Karten jetzt gemaxt. Das ist sowieso die ganze Zeit lag gerade im Stream, würde ich sagen. An der Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. War auch ein geiles, hoffentlich auch ein geiles Video für euch. Die Challenge war sehr nice. 6000 Trophäen erreicht und in Sparky gemaxt. Sogar zwei Karten gemaxt. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr neu dabei seid und keine Clash Royale Videos verpassen wollt, auch zum Pay-to-Win-Account, lasst gerne ein Abo da. Ciao.